Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie Medien in die Bibliothek hinzufügen können. Zum einen können Sie dies über die Importfunktion tun. Mit der Importfunktion können Sie Medien von externen Geräten in Avid Studio bzw. auf die interne Festplatte übertragen. Zum Beispiel von einer Videokamera, einem analogen Band, einer DVD oder Blu-ray und so weiter. Wenn sich Ihre Medien schon bereits auf der Festplatte befinden, dann können Sie diese Medien auch direkt über zum Beispiel dieses Symbol in die Bibliothek importieren. Wählen Sie einfach dieses Symbol mit der linken Maustaste aus und wechseln dann in den Ordner auf der Festplatte, wo zum Beispiel Ihre Videoclips, Fotodateien oder Musikdateien sind. Wählen Sie dann einfach die Clips mit der Maus aus, die Sie importieren möchten, und wählen Sie Öffnen. Die Clips werden in diesem Moment in die Bibliothek übernommen. Sie sehen, dass bei den Kollektionen eine neue Kollektion letzter Import erstellt wurde. Und es heißt, zwei Clips wurden importiert. Das heißt also, wenn Sie schnell Zugriff auf die zuletzt importierten Medien haben möchten, dann klicken Sie am einfachsten auf die Kollektion letzter Import. Es werden jetzt in diesem Fall einfach die beiden Videoclips angezeigt, die ich als letztes über diesen Button importiert habe. Natürlich befinden sich diese Videodateien unter Video, Videoclips auf der Festplatte D. Wenn Sie alle Videoclips wieder anzeigen lassen möchten, dann wählen Sie einfach Video. Eine andere Möglichkeit, Videoclips in die Bibliothek hinzuzufügen, wäre zum Beispiel über den Windows Explorer. Öffnen Sie diesen, damit Sie Zugriff auf Ihre Medien haben in Windows. Suchen Sie dann den Ort aus, wo sich diese Clips befinden, zum Beispiel den Ordner Videoclips. Darin befinden sich Videodateien, die ich gerne in die Bibliothek von Avid Studio übernehmen möchte. Dies geht per Drag and Drop, also anfassen und in die Bibliothek ziehen. Am einfachsten geht dies, indem Sie einfach das Fenster etwas verkleinern, die Videoclips mit der Maus auswählen, die Sie gerne in die Avid Studio Bibliothek importieren möchten, ziehen Sie diese dann in die Avid Studio Bibliothek. Achten Sie darauf, dass der Mauszeiger ein kleines Plus unten rechts aufweist. Lassen Sie dann die linke Maustaste los und sehen Sie dann, wie die Videoclips in die Bibliothek importiert wurden. In diesem Fall werden unter Letzter Import 5 Clips angezeigt und die zuletzt importierten direkt ausgewählt. Eine weitere Möglichkeit ist es, Clips in die Bibliothek hinzuzufügen, indem Sie Ordner auf der Festplatte festlegen, die automatisch von Avid Studio überwacht werden. Jedes Mal, wenn Sie Medien in einen dieser Ordner kopieren oder verschieben auf der Festplatte, werden die automatisch in die Avid Studio Bibliothek aufgenommen. Das heißt, bei einem Neustart oder währenddem Avid Studio läuft, werden diese Ordner überwacht. Diese Ordner, die sogenannten Watch Folder, können Sie in Avid Studio im Menü unter Optionen, Einstellungen beeinflussen. Sie haben auf der linken Seite die Ordner Watch Folder. Da habe ich zum Beispiel einen Ordner D, meine Medien, hinzugefügt. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass sämtliche Medien, die in diesem Ordner sind und die auch kompatibel sind mit Avid Studio, direkt in die Bibliothek übernommen werden. Ich könnte das zum Beispiel auch einschränken, dass ich sage, ich möchte lediglich die Audiodateien in diesem Ordner, die Videodateien oder Fotos entsprechend automatisch in die Bibliothek übernehmen. Zudem sind jetzt weitere Ordner auch hinzugefügt, zum Beispiel eigene Fotos, eigene Videos und eigene Musik. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein zentrales Archiv mit Fotos, Videos und Musik haben, dann können Sie individuell einen weiteren Ordner hinzufügen. Wählen Sie einen Ordner auf der Festplatte aus, um diesen in die Liste der Watchfolder zu übernehmen. Bestehende Ordner können auch gelöscht werden. Achten Sie aber dann darauf, dass auch die Medien in der Bibliothek entfernt werden müssen. Ich zeige Ihnen nun, wie sich das verhält, wenn ich jetzt auf der Festplatte Videoclips in diesen Ordner auf der Festplatte kopiere oder verschiebe.
Sie werden dann sehen, dass diese Medien automatisch in der Bibliothek von Avid Studio aufgenommen werden. Das heißt, ich habe jetzt als Beispiel auf dem Desktop einen Ordner angelegt mit weiteren Videoclips drin. Diese Videoclips möchte ich nicht auf dem Desktop haben, sondern auch in diesem Watch-Folder auf der Festplatte D. Ich werde also alle Videoclips aus diesem Ordner in diesen Watch-Folder übernehmen. Das mache ich wie folgt. Ich wähle alle Videoclips in diesem Ordner aus, indem ich jetzt den ersten Videoclip anwähle, runterscrolle, die Shift-Taste drücke und dann das letzte Video anwähle. Jetzt sind alle Videoclips in diesem Ordner ausgewählt. Ich könnte auch einen Videoclip anwählen, dann Ctrl-A als Tastenkombination oder STRG-A als Tastenkombination wählen und sämtliche Videoclips werden ausgewählt. Ich öffne nun auf der linken Seite die Festplatte D. Darin befindet sich der Ordner Meine Medien und darin einen Unterordner Video. In diesen Ordner hinein werde ich jetzt alle diese ausgewählten Videoclips verschieben. Ich drücke die Shift-Taste, damit die Videos verschoben werden auf der Festplatte. Lasse dann die linke Maustaste los und warte, bis diese übertragen werden. Sogleich sehen Sie im Hintergrund, dass Avid Studio neue Videoclips in einem von unseren Watchfoldern erkannt hat. Diese werden nun automatisch in die Bibliothek übernommen. Das heißt, es erscheint dieses kleine Fenster Aktualisierung Watchfolder in Arbeit und es wird angegeben, welche Videodatei oder welche Datei jetzt in die Bibliothek übernommen wird. Die Medien, die nun in die Bibliothek übertragen wurden, sind dann auch unter den Medien sichtbar. Das heißt, unter Meine Medien zum Beispiel sind jetzt weitere Videoclips, die ich eben im Hintergrund übertragen habe, auch verfügbar. Das heißt, ich habe nun die Möglichkeit, diese Clips auf der Timeline weiter zu verarbeiten oder in der Bibliothek zu verwalten.